So. Ja. Schnell. Ja, Ja, ist doch auch ist schon der wieder Tag. Tag. Ja, Nein, der der Stern Stern ist ist weg. weg. Scheiße. Scheiße. Okay, das Okay, ist echt nicht ganz ganz so so geil. geil. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt als Nüchtisch? Ich mach's mal hier. Oh, nee, nicht Torch weg. Die Die brauche brauche ich. ich. Save die Torch! Genau, ich hole mir jetzt noch ein paar Bäume. Also beziehungsweise Holz. Oh, Hand des Slime. Stirb! Und jetzt mal ein paar Bäume fällen. Ja. So, So, lass lass dich dich fällen. fällen. Dann tue Tue ich ich dir dir auch auch nicht nicht weh, weh, Baum. Baum. Hey. So, stirb. 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 Vielleicht ist tot. Bam. Und ich musste nichts tun. Naja, außer die linke Maustaste gedrückt halten. Aber das ist ja jetzt auch nicht so die schwierigste Aufgabe. Normalerweise. So. Ja, noch noch ein ein paar paar Bäume. Bäume. Ich Ich würde würde sagen. sagen. Ja, bis es da wieder so ein bisschen runtergeht. Also bis hier so hin. Das heißt noch 1, 2, 3, 4, 5 Bäume. Und Die die schaffen schaffen wir wir wohl wohl noch noch gerade. gerade. Das Das liebe liebe Holz. Holz. Dance Move, Dance Move. Dance Move, Dance Move. Dance Move. Dance Move, Dance Move. Dance Move, Dance Move. Yay, ich kann tanzen. Aber nur in Spielen. Holz! So, das ist dann jetzt schon der letzte Baum. Und mit einer Sache muss ich aber noch kurz machen. Beziehungsweise hier auch mal ein bisschen weiter erkunden. So, so. Hihihi. Und darin habe ich, glaube ich, nichts Großartiges gefunden. Nö, die bleibt immer noch da. Die kaputte Vase. Ich muss hier ab. LOL. Das sah aus wie ein Bumerang. Oder waren das Innereien vom Hasen? Vom lieben Osterhasen. Bam. In der Luft geschnetzelt. Geht's hier wohl auch noch runter? Oho. Bam, alles kaputt machen, Junge. Kaputt. Ist hier sonst irgendwas? Dann auch eine Fackel und dann. Ach. Dann noch eine Fackel und dann passt das alles, hm? Wie komme ich denn da jetzt so? Muss ich mir extra Berg drauf bauen. Okay, das reicht noch nicht ganz. So. Perfekto. So, die ganzen Slimes, die sind auch immer. Lol, da kam ein Pfeil raus. Hätte er mich treffen können? Bei dich wäre das voll scheiße gewesen. Dann wäre das ja so eine Pfeilfalle gewesen. Weil es gibt ja auch richtige Fallen, so, ne? Mit Pfeilen. Oder Bogenfalle oder wie auch immer die heißt. Kenne ich mich nicht aus. Wie gesagt, Terraria ist nicht mein Fachgebiet. Aber naja. So, Rosen sind rot. Rosen sind tot. Veilchen sind lila. Keine Ahnung. Die verpissen sich lieber oder so. So, Fackel. Da fackeln wir nicht lange rum. Hahaha. Da noch ein bisschen was. Was eigentlich mit den Ranken? Aktivieren die eigentlich irgendwas? Also, beziehungsweise bringen die irgendwas? Wenn sie nur zur Zierde da. Hab ich auch keine Ahnung. Bam, bam. Oder oh, muss ein Spinnennetz. Da muss ich das denn zerstören. Ja, bitte beschwert. Ich alte Oma, ey. Sieht auch ein bisschen aus, als ob ich so einen Rock anhätte. Das Vieh rechts macht mir ein bisschen Angst. Oh oh. Ich muss schnell weg. Tschüssi! Nein! Oh Gott, das kommt an! So, blauer Slime töten. Oder blauen Slime töten. Für die ganzen Grammar-Nazis und Tones. So. Und jetzt wird etwas abgebaut, was ich eigentlich schon letzte Nacht hätte brauchen können. Und zwar Stein. Stein, Stein, Stein. Bisschen. Ja.
Auch wenn ich mich jetzt mal so ein bisschen interessieren würde, was da rechts wäre, ob da diese komischen violetten Felder sind. Das weiß ich ja nicht genau. Ja, wieso kann ich die Steine nicht abbauen? Die hier direkt über mir. Bin ich dafür so ungeskillt? Bin ich ein Bobby dafür? Zu Bobby dafür? Ach ja! Bam! Ach komm, dann gehe ich jetzt halt einfach mal hin. Nachdem ich hier noch die Schneeblöcke abgebaut habe, weil die hier nicht ins Panorama passen. So. Und hinter mir ist ein Krankenwagen. Ich weiß nicht, inwieweit man den hört. Ich wollte es nur sagen. Weil ich hier schon gerade ausflippe vor Herzkaspern. Ich hätte schon 3 Stück. Ah, hier ist ein bisschen Kohle. Nee. Was ist denn das? Keine Ahnung. Was ist denn das? Kupfer. Genau, Kupfer was. Ich muss gerade überlegen, was Copper heißt. Yay, Ranken wegmachen. Oh, da fliegt der... Oh. Okay, da ist dieses komische violette Gebiet. Kann ich dagegen das Ding schon anstinken? Oh ja, anscheinend schon. Oh, easy. Oh, das... Oh, das zieht aber viel ab. Also in 5 Schlägen hat mich das auch schon getötet. Ja, aber solange es nur ein Einzelner ist, funktioniert das ja. Ah, da ist auch gleich Copper. Okay, da kommt noch ein Einzelner an. Oh, 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 oh. Tschüssi! So viele komme ich doch nicht an. Oh Gott, da kommt der immer noch nach. Piss dich. Ich bin weg. Zum Glück kommen die nicht so gut durch die Gänge. Seht ihr? Kommen da nicht durch. Oh Gott, sind das viele. Ich gehe mal wirklich lieber weg, bevor die mich gleich töten. Und alle aufspießen und dann in deren Familie aufteilen oder was weiß ich. Das ist mein Fleisch. Komm ich denn jetzt hier zurück? Hier. So. So, weggemacht. Hier wird nur mit Schnee gebaut. Ach komm. Ist doch jetzt lächerlich. Huah. Ein bisschen Jumping Skills beweisen aus den Terraria Adventure Maps. Yeah. Ha, ha. Ja, hu, ha, hi. Oder u, i, u, a, a, ting, ting, walla, walla, bing, bang, u, i. Hu, a, a, ting, ting, walla, walla, bing, bang. Gut, fällen wir noch 4 weitere Bäume, würde ich sagen. Weil sie gerade, ja, die legen es also praktisch drauf an. Provozieren mich, dass ich sie fällen muss. So, und dann können wir auch endlich mal unser Haus zu Ende bauen. Ach, ich finde die Musik immer noch bei Terraria sehr schön. Wobei mir ja gesagt wurde, dass die Musik sehr scheiße werden kann, weil man sie doch schon recht häufig hört. Aber ich denke, ich werde es nicht so oft hören, weil ich ja nur in der Aufnahme immer Terraria spiele und privat ja eigentlich nicht. Zumindest bisher nicht. Kann sich ja noch ändern. Ja, muss ich da mal gucken, ob mir die später auf den Sack geht. Dann kann ich ja gegebenenfalls auch meine Playlist-Musik benutzen, wenn das der Fall ist. So. Das Problem ist dann, da kennt man natürlich nicht schlecht, ob es Tag oder Nacht ist oder irgendwie sowas. So, unser Haus sieht natürlich auch schon mal sehr schön aus. Das wollte ich nur mal kurz so sagen. Ein bisschen... Ah, ein bisschen... Dingsmus fehlt ja noch. Ein bisschen Holz. Hi. Ha. Hi. Achso, ich habe keine Dinger mehr davon. Noch ein paar, 24 Stück. 24, ich weiß noch was Besseres als 24. 25! Mittlerweile ist mein Mund auch schon ein bisschen trocken. Oh, ich ersticke hier gleich. Das liegt aber auch daran, weil ich heute extremst viel aufnehme. So ein Ding fehlt ja noch. Ah, nein, nicht so ein Ding, so ein Ding. Genau, und da mache ich dann noch kurz... Kein Stern! Ich weiß nicht mal, was der bringt. So, da mache ich dann noch kurz Fackeln rein und dann sieht doch alles schon mal schön aus. Ach ja, und was ich auch noch machen muss, ist hier das so ein bisschen verändern. Das Terrain meinen Bedürfnissen anpassen. Der moderne Mensch. Da noch ein bisschen weg, da noch ein bisschen weg. Alle Tiere mal ein bisschen wegmachen. So. Ich hoffe, so geht das. Ne, ich glaube, das ist irgendwie bei Minecraft, da muss man die ganze Zeit drauf eingedrückt halten, damit der kaputt geht. Schade eigentlich. Verschenktes Potenzial, Terraria. Verschenktes Potenzial.
Aber bis wir hier bei Terraria den Endgegner erreicht haben, ist auch schon eine ganze Dekade vorbei. Und Jahrtausende sind ins Land gezogen. So, ich mach das hier mal oben weg. Manchmal habe ich so das Gefühl, nach oben hat man voll wenig Reichweite. Aber wenn man denkt, man hat auch mehr, weil das Ding ja so nach oben ausschlägt, wenn ihr versteht, was ich meine. Man holt ja so von oben aus. Dann denkt man irgendwie automatisch, man kann ein bisschen höher schlagen. Oder ich denke das zumindest. Was ihr denkt, ist das natürlich frei überlassen. Natürlich erst seit der Französischen Revolution. Davor durfte man das noch nicht. Naja, oder nicht so ganz. So, liebe Tür. Ne, Tür kann man ja stapeln. Haha! Ich muss mal gleich gucken, was ich sonst noch alles für Objekte eingesammelt habe. Lass dich doch platzieren! Ich versteh's nicht, wieso sie sich nicht platzieren lassen. Hä? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Bin ich zu weit nah dran? Nee. Ich glaube, es sind hier wenigstens. Habe ich gar keine Tür mehr drin? Vielleicht muss ich ja ein bisschen hiervon noch daran machen. Keine Ahnung. Nee, das kann es auch nicht sein. Noch kurz wegmachen. Ja, komm, Slime, geh du mal weg. Weg mit dir. Mit dir. Ach Gott, jetzt kommt da wieder so ein ganzer Armada an, ey. So, weg, 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 weg. Achso, von denen krieg ich auch Geld, okay. Dann wäre dieses Mysterium schon mal geklärt. Da steht doch Tür. Wieso klappt denn das nicht? Da wird doch angezeigt, dass ich die Tür hier platzieren kann. Wieso geht das denn nicht? Ich verstehe es nicht. Moment. Ohne Witz, wie klappt das? Oh. Oh Gott. Ich hoffe, ich kann das jetzt passend zusammencutten. Auf jeden Fall, wenn es gerade einen Cut gab, ich habe außerdem das Fenster von Terraria verändert und dann ist Krüppellein passiert. So, so drin. Nicht wahr, Herr Slimy? Ich muss mal gucken, wie lange ich schon aufnehme. 40 Minuten. Ach, da geht noch ein bisschen. Juhu! Ja, Türen! Ich will Türen platzieren! Nee, Rechtsklick auch nicht. Ich verstehe es nicht. Muss ich da vielleicht noch eine Schicht wegmachen? Was ich eher weniger glaube, aber das kann ja sein. Wir müssen jetzt aus Slime sterben. Verstehe es wirklich nicht. Aber langsam wird es auch dunkel und da muss ich mich... Oh, ich muss mich auf die Nacht ja schließlich vorbereiten. Deswegen mache ich es erstmal wieder zu. So. Holz! Ich muss Holz haben! Ich lasse kein Holz ruhen! Da! Das kann man in Hai ruhen machen. Ah. Geht zu Wortspiel technisch, ne? So. Alles klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich auch beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Terraria. Haut rein. Haut rein.